Wir vermuten schon, dass ich die geborene Fahrerin bin, weil ich immer sage. Lol, das ist einfach echt so. Wenn Kairi Auto fährt, ohne Scheiß, gerade wenn sie vom ersten in den zweiten Gang schaltet, dann macht sie immer. Oh, warte mal, ich glaube, ich muss sie weg. Dann schaltet sie immer. So. Hupp. Sie lässt dann immer die Hand so richtig los. Und das ist immer so bei uns so ein bisschen so ein Insider, wenn wir irgendwie im Auto sitzen. Und sie fährt. Das ist so geil, als ob sie nur den Schaltwippel so betätigen muss. Das ist einfach so witzig. Ich bin ja nicht so der Motorsport-Fan, aber mein Gott, ist das spannend. Geil. Ja, Mann, dann hat sich das doch für euch mega gelohnt. Also, unabhängig, dass dann vielleicht nicht immer alles so glatt läuft, aus sportlicher Sicht, wie man das vielleicht gerne hätte, ist es doch einfach super cool zu sehen, dass man da einfach viele Leute begeistern kann, oder? So, ich habe ja ein paar Seelen gesammelt, zum Glück. Ich benutze jetzt einfach hier mal gleich beide. Was? 400? Nee, ich glaube, ich brauche 2600 für ein Leben. Das reicht doch dann wieder nicht, Leute. Das reicht doch dann wieder nicht. Ich habe doch gesagt, sie soll zwei benutzen, oder? Leute, schreibt nicht so viel. Ich kann das nicht alles lesen. Achso, das kamen ja nur ein, zwei Nachrichten dazu. Ich dachte, nochmal neue lange Nachrichten. Aufsteigen. So. Ich hätte gesagt, ich will einmal Stärke machen. Das sind irgendwie auch verschwendete Leben, wenn ich das jetzt immer mache, ne? Aber ich glaube, ich mache jetzt auch nochmal Belastbarkeit. Dass ich zumindest ein bisschen was tragen kann. So. So. Jetzt möchte ich gerne mal schauen. Kann ich jetzt das Schild nehmen? Oh, das wäre so gut. Nein, ich bin dann immer noch rot. Ach, fuck you. Aber das geht. Das ist keine Fat Roll. Das geht. Rollt sie jetzt anders? Nee, ne? Wir können doch einfach so spielen. Das ist eine Rüstung, was wir haben, oder? Come on. Okay. Ich könnte gucken, dass ich mein Schwert noch upgrade, aber eigentlich machen wir da gerade ganz gut Schaden mit. Ja, nie, Alter. Jetzt hört mal auf mit euren Roman. Geil. Okay, ich habe echt die meiste Zeit über an 30 Zuschauer gehabt. Ja, das ist echt. Das war wirklich cool. Viele haben mich auch frisch gehalten durch Chatten. Das stimmt, das glaube ich. Das lenkt dann immer so ein bisschen ab. Genshin Impact, das auch gespielt. City Skylines hatte ich auch mal eine Phase. Ich habe auch gerade wieder eine Phase, wo ich richtig Bock habe. Nein, ich habe das, oder? Doch, es war richtige Bonfire. Ich habe auch gerade wieder voll Bock gehabt auf Anno in letzter Zeit. Planet Zoo, nice. Mittelerde-Spieler, ja, du kannst bei mir auch mal im Stream vorbeigucken, da spiele ich auch Schlacht über der Erde. Ja, da ist er wieder, die gute alte Zeit, ne? Mann, davon braucht man irgendwie mehr. Ach, guck mal, die stehen da auch noch rum. Dann lasse ich die da mal. Dann lasse ich die da mal versauern. Okay, zwei Hits, die sind down. Ich kriege halt immer noch ein bisschen Schaden ab, ne? Weil das kein 100% Schild ist. Arbeitergewänder. Ist das denn vielleicht besser als mein Gewand, was ich jetzt trage?
Gewicht ein bisschen mehr. Physisch immer alles doch schlechter. Doch, nee, aber nee, das ist hier besser gegen Schlag und so. Das ist besser. Wie sieht das denn aus? Geil. Oh, die Turtle War Spieler. Oh, krass. Boah, nee, das war mir zu krass strategisch. So gut war ich dann immer da nicht. Sieht ja richtig bescheuert aus, aber gut. Aber habe ich jetzt eine Fat Roll? Nö. Die Prozentanzeige ist nicht rot. Ah, jetzt müsste ich diesen Pissraum hier wieder, ne? Ach, man kann hier rauf? Das ist ja interessant. Rennen die mir jetzt alle hinterher? Und jetzt muss ich die auch... Guten Morgen! Jetzt muss ich die auch alle nochmal machen hier? Was? Da kann ich mir jetzt da vorbeischleichen. Oh, das sieht ganz gut aus. Dann gehe ich jetzt mal rechts lang. In der Hoffnung, dass da noch was anderes kommt. Ja, das war ja klar. Don't die. Ich will es übrigens nicht anmerken, aber ich bin seit dem Boss vorhin, seitdem ich den Boss besiegt habe, noch nicht einmal gestorben. So stundenlang positionieren, Taktiken ausarbeiten, Alter. Nee, das ist genau das, wo ich immer noch keine Geduld hatte. Ich kann man auch lang. Och nein, Spiel. Mach das doch nicht mit mir. Das ist doch. Oder beim Bogenschütze. Hier kann man irgendwie runter. Okay. Oh, Alien Isolation, ja. Ja. Ey, ich schreie auf ein Mädchen rum. Weil ich ein Mädchen bin. Ah. Ja, wo? Der ganze. Alter! Jetzt sterbe ich aber. Der Bogenschütze da oben. Ich weiß jetzt nicht, kann ich die Kamera noch? Da hinten. Der hat so ein Boostrohr. Alter, das hätte so Schaden gemacht. Und ein Plus auf der Death-Skala. Schade. Alien Isolation ist auch echt lang. Das ist ein langes Spiel. Visier doch den anderen an. So. So, die nächsten Level fließen aber wieder natürlich in Zauberei. Ah. I forgot about this. Ah, dass man auch gleich hier hoch kann und sie killen kann. Okay. Ah ja. Gysi, stimmt. Und ich hab's ja gerade noch gesagt. Nicht mal dran denken. Oh mein Gott. Ja, lol. Bro, ist das bescheuert. Ich hab's ja wirklich noch gesagt. Ich bin so dumm. Reparaturpulver, cool. Aber kann das sein, dass wenn man reist oder irgendwie einen Boss besiegt oder so, dass sich das dann wieder auffüllt, weil gefühlt nutzt sich meine Gegenstände irgendwie gar nicht ab. Also schaut mal unten, mein Schwert, da ist ja immer noch alles beim Alten. Kam da gerade ein Pfeil geflogen? Ach, von dem Blut dahin? Das ist ja assi. Als mein Versprechen für die Zukunft ist, dass es mehr als iRacing in meinem Stream gibt, sobald der Rechner umgezogen ist. Ja, das hoffe ich für dich auf jeden Fall, dass das klappt.
Ich persönlich hätte dann trotzdem immer Schiss, dass wenn man viel daddelt und auch mal viel anderes daddelt, dass dann vielleicht irgendwie die eigene Leistung im Motorsport dann darunter leidet oder sowas. Ich glaube, man muss in iRacing echt viel Zeit investieren. Kann das sein? Ah, ist echt heftig. Also ich halte nicht viel aus, ne? Da zählt ein normaler Schlag. Meine Glut ist jetzt ja auch weg. Sollte man wieder mehr wie ein Zauberer spielen, nicht wie ein Krieger. Nimm das, du Wicht. So. Weil, wenn ich aus der Entfernung angreife, dann kann ich auch nicht getroffen werden. Große Seele eines verlorenen Leichnams, sehr schön. Ich hab, was? Ich hab noch ein Edeka? Was? Achso. So, ich bin jetzt mal einkaufen. Okay. Ja, klar. Hat ja alles bis 22 Uhr auf. War 23:30 oder whatever. Alter, geh mal weg. Ans Wurst. Oh, dem mache ich aber nicht viel Schaden. Ist halt ganz geil, dass die auch mal so ein bisschen staggert sind dann, ne? So. Besser was droppen? Nö, okay. Ja, da hast du natürlich recht. Regelmäßig fahren ist wichtiger als dann viel fahren. Das stimmt, das stimmt. Ja, ansonsten, genau. Vielen, vielen Dank, Nico, dass du da warst. Grüße gehen raus. Wir sehen uns. Hören uns. Die Krähen. Wo bin ich jetzt gerade nochmal gestorben? Kadukeos Rundschild. Aua! Rundschild. Kann es sein, dass ich jetzt auf der anderen Seite bin? Ich bin da irgendwo runtergegangen vorhin, ne? Sieht übrigens alles sehr, sehr cool aus. So ein Mittelalter-Dorf hier. Genau hier. Hier. Das ist auch meine Seelen. Nein, go away. Aua, Alter, der Schaden. Kann ich da irgendwie zu dem hin? Nein! Jetzt mach ihn doch! Wie er wegkrabbelt, wie so ein Lurch. Brandbombe, okay. Aua, 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 aua. Oh, ich hab von irgendwas Seelen bekommen. Alter, ich vergesse das manchmal, dass ich ein Zauberer bin. Das ist... Okay. Moment. Ich gehe nochmal den Weg. Da lag ja einiges noch rum. Da kann man von oben hier wieder reindroppen. Das ist ja ganz gut. Ist schon echt krass, ne? Wenn man das wirklich so alles Stück für Stück jeden Gegner peu à peu macht, dann dauert das auch echt eine Zeit. Wow, 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 wow. Okay. Alter, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, ihr Nutten. Das lebt bestimmt auch das Vieh. Hä? Der macht ja gar nichts. Ich will mich heilen. Wer steht denn hier überhaupt noch rum? Alles, was ist für ein Riesengebiet? Oh, ich bin
tot, ne? Ich kann ihn auch nicht anvisieren. Trifft er mich? Trifft er mich? Oh. Ah, nee. Ist jetzt so richtig eklig alles. Mit einem 100% Schild? Ja, kein Ding, aber so? Absolute Qual. Wow, in the low. Oh, jetzt muss ich auch den Raum wieder machen. Wenn du den nicht machst, renne ich mir 10 Jahre hinterher. Das ist ja... Boah. Das ist ein bisschen das, was ich auch gerade meinte. So, siehe zum Beispiel so Rennsport. Du musst halt die Strecken natürlich immer gleich abfahren. Du kannst ja nicht einfach mal sagen, ich fahre jetzt einfach mal die Kurve anders. Du bist halt einfach 10 Sekunden langsamer. Und da habe ich echt ein Problem damit. So die Geduld, oh, die geht mir dann immer schnell flöten. Und exakt immer alles genau so zu machen, das ist nicht so einfach. So. Genau, du warst noch da. Noch einer. Okay. Der da hinten. Kommt er noch an? Nö, okay, ich glaube nicht. Ja, sorry, Freunde. Es ist jetzt nicht so mega spannend gerade. Ah, da hängt ja auch noch was. Stimmt, ich habe doch vorhin auch dieses Ding hier runtergeschossen. Ach, das hängt jetzt wieder da oben. Das ist ja nett. Hm. Wie komme ich denn da jetzt hin? Wie war das nochmal? Hä, wie war das? Wie kam ich da hin? Das war schon aus dem Gebäude hier raus. Da. Ah ja, hier oben. Okay. So, ich springe jetzt nicht runter, sonst kriege ich wieder Fallschaden. Will ich eigentlich vermeiden. Ja, wie gesagt, die nächsten Level müssten eigentlich echt in Leben und wieder Zauberkram gehen. Gerade weil ich nicht viel aushalte, sollte ich da auf jeden Fall eine ganz gute Basis bekommen. Knochen von Loretta. Geil. Das sind jetzt diese Knochensplitter, die man auch am Bonfire irgendwie verwenden konnte. Wie kann ich mir denn... Stimmt, mit einem Bogen und mit einer Armbrust kann man sich das Ding da runterschießen. Da oben. Aber ich kann die ja gar nicht nutzen. Kann der das random abschießen? Kann ich ja lange probieren. So, ihr kriegt eine Brandbombe in die Fresse. Oh. Haha, ich bin Schala. So, okay, let's do this again. One more time. One more time. Ba 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 ba. Uh-huh. Oh yeah. Trifft der mich schon wieder eins? Ja, ich nehme halt immer Schaden, ne? Das. Nein, jetzt hat er nicht das Heilding drin. Ach, das hat noch einer. Okay. Habe ich eigentlich beim letzten Mal auf Plus gedrückt, nachdem ich gestorben bin? Ja, sehr gut. So kann es auch gehen. Du hast Stelle auf verflucht. Das gibt mir Kraft. Sehr gut. Ah, man kann die hier runterlocken. Ja, dann wird man von den scheiß Bogenschützen nicht mehr getroffen.
Ja. Da, ah, das gibt's den Weg hier vielleicht auch, oder? Is this possible? I don't know. Oh, please, lock doch einfach ein. Oh, jetzt wäre ich selber fast runtergefallen. So, die chillen jetzt auf dem Haus hier. Ja, das war wichtig, das war wichtig. Jetzt bitte nicht pusten. Ah, jetzt zückt er auch eine Waffe, der Kerl. Alright. Ja. Hat diese Drecksgnome endlich weg. Alter, das ist ein Typ im Käfig. Oder mit dem Käfig auf dem Rücken. Neue Gegner, die ich auch alle noch nicht kenne. Homeward Bow. Nice, 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 nice. Das sind meine Seelen. Stimmt, und hier hinten? Da, genau. Ist da auch nochmal so ein Manfred. Ja. Geht doch, es läuft doch alles. So, dann hole ich mir jetzt erstmal meine Seelen. Moment, ganz kurz. Ich gehe nochmal kurz hier hoch. Plus musst du noch. Okay, danke. Weil man kann jetzt nämlich auch hier weiter. Okay, lass mich kurz meine Seelen holen. And then we will do this. Alter, das ist ja wirklich verwinkelt. Wissen geht nicht mehr. Ja, Gysi, du hast mich ja noch ein bisschen gefragt. Ich brauche ja auch ein paar Gesprächsthemen hier im Chat, ne? Ob sich denn es noch lohnt, bei Kairi im Hollow Knight Stream vorbeizugucken. Antwort lautet erstmal nein. Also ich hätte gesagt, du wirst echt zu doll gespoilert. Weil es super viele Möglichkeiten gibt. Erkundung der Welt, Ausrüstungsgegenstände und so. Aber leider fällt das auch gerade flach, weil wir glauben, dass unsere Capture Card kaputt ist. Wir haben immer wieder so Black Screens, Bildflimmern, haben alle HDMI-Kabel ausgetauscht, das USB 3.0-Kabel, das Audio-Link-Kabel weggelassen. Und wir kommen irgendwie auf keinen grünen Zweig damit. Oh, der ist ja schnell. Oh mein Gott. Heilen. Rast aus. Alter. Der war ja richtig mad, ey. Ja, und genau. Unsere neue Capture Card kommt am Freitag an. Und Hollow Knight ist natürlich erstmal pausiert, genau. In Hoffnung, dass dann irgendwie alles funktioniert. Weil wir hatten ja schon mal eine Elgato, diese ultra teure. Die haben wir uns jetzt tatsächlich wieder gekauft. Aber die war ja auch gebraucht und da war bei der auch irgendwas futsch. Und, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst! Scheiße. Und nochmal gucken. Die ist jetzt halt komplett niegelnagelneu. Was? Was? Ich hätte die nicht töten sollen? Wen nicht töten? Den Typen mit dem, mit dem Käfig. Ich lese den Chat so wenig, muss ich erstmal gucken, dass ich überhaupt hinterherkomme. Der mit dem Käfig, den konnte ich doch aber gleich anvisieren. Hm, okay. War der friendly oder was? Nee, genau, Gysi. Ich glaub, da wird man dann leider echt gespoilert. Kann ich den jetzt da rein? Oh nein, war der jetzt. Der war friendly? Ohne Scheiß. Boah, hier sterbe ich doch, wenn ich da runtergehe. Ups.
Das ist Dark Souls. Habe ich dann von dem wenigstens sowas bekommen? Irgendwie nicht, oder? Was? Ihr könnt mir jetzt mal sagen. Friendly ist der nicht, okay. Aber man hätte sozusagen mit dem reden können, oder was? Genau, ich sage, ihr könnt mir ja mal sagen, was man jetzt mit dem hätte machen können. Natürlich kill ich alles, was ich finde. Will die Heil wieder rauskommen. Freunde brauche ich nicht. Ich hab mich selber und meinen Zauberstab. Er ist auch gerade so hoch. Ah, das ist besser. Da waren da auch Gegner drin, ne? Ja. Kann ich den backstabben? Dreht er sich dann um? Genau, Alter. Der ist ja zum Glück langsam as fuck. Und trifft mich trotzdem, die Sau. Du musst in den Käfig reinklettern. Ach, krass. Tja, lol, auf so eine Idee wäre ich auch nicht gekommen. Versuch Sprungangriff, Geheimfahrt voraus. Ich höre Bomben. Ja, Sprungangriff darunter, damit der mich da mit der Bombe killt. Toller Hinweis, vielen Dank auch. Da stehen ja nur so eine Dudes. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Okay, vielleicht gehe ich doch da runter. Ja, was hat er was? Hat er viel gebracht? Oh nein, es kommt ja von rechts. Nein. Wow, die Gegend ist ja pain in the ass, Alter. Mein geiler Zauberstab hier. That's what he said. Och nee, ich will das aber alles nicht. Ist doch kacke. Oh, ich versuche jetzt mal durchzurennen. So, wo ist der andere? Alter. Alter! Nein, meine Seelen. Nee, nee, das, warum? Das finde ich wahrscheinlich noch raus. Nee. Moment, ich war ja vorhin auch gerade zu. Da hätte ich auch noch weiter gekonnt. Ach du Scheiße. Hält mir ja gerade mal so ein. Aua. Boah, ja echt. Okay, ich brauche echt meine Seelen halt, ne? Das ist schon unwichtig. So, wer sitzt denn da? Achso. Es ist nur Heinz Erhard mit der Hake. Hier ist auch nochmal irgendwas. Wie viel ist denn da noch? Ach guck mal, das sind aber auch noch so Dudes. Die haben jetzt bloß so ein Schild. So ein Holzding auf dem Rücken. Ja, das meintet ihr, oder? Bonfire!
Geil. Oh. Ja. Komm, wir gehen gleich leveln, ist mir egal. Wo ist denn die? Wo ist sie hin? Achso, da sitzt sie jetzt. Okay. Welcome home, Ashen One. Welcome home. Speak thine heart's desire. Aufsteigen. Und zwar gehe ich einmal auf Leben und. Ach Mann! Benötigte Seelen. 3000? Ja, abbrechen. Moment. Farewell, Ashen. Farewell, Ashen. Ach Mann, ich komme mit diesem Menü einfach nicht klar. Gott, es gibt doch immer gar nichts an Seelen. Gib mir doch mal Seelen. Ja! Na bitte! Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Sayori, meinst du jetzt das Bonfire oder meinst du jetzt wirklich noch was anderes? Bonfire! Very well. Then very well. So, jetzt gib mir bitte mal hier 2 Level. Vielen Dank. So. Okay, das Feuer war's. Aber mir ging das in Dark Souls 1 ja auch so. Da gibt's ja... Achso, jetzt spoiler ich wahrscheinlich, wa? Wenn ihr das noch gar nicht gespielt habt. Da gibt's ja am Wald auch ein verstecktes Leuchtfeuer. Und das habe ich einfach mal am ersten Playthrough... Ist ja klar, ist ja auch versteckt, aber nicht gefunden. Und dann irgendwann mal durch... Wenn ich irgendeinen Speedrun oder sowas gesehen habe, dachte ich mir so, was macht der denn da? Das ist ein Bonfire? Leute, ich bin immer so mega den Weg gelaufen. Tja, so einfach kann es sein. Und das, wie du schon sagst, wird wahrscheinlich auch vielen so gegangen sein, das glaube ich. Ich habe eingestellt, dass die Nachrichten oben wieder stehen bleiben. Hoffe, es ist okay. Kannst auch wieder ausmachen, wenn du magst. Ja, nee, danke. Danke, danke. Bin ich irgendwie ein bisschen besser so. Waffe verstärken. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal. Seht ihr, wir haben ja die Peitsche. Die Peitsche. Ist die denn besser? Moment, Moment, Moment. Ja, ja. Die Peitsche. Nee, okay, die macht... Was machen wir jetzt gerade? 114 plus 17. Ich meine, wir haben auch schon mehrmals abgegradet. Aber ich glaube, die ist nicht so geil, ne? Nee, 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 nee. Okay. Dann lass es das nochmal upgraden. Waffe verstärken. Mein Rapier, genau. Zusätzliche Gegenstände benötigt. Was brauche ich denn da? Wo steht das? Ach da, benötigte Objekte. Links steht das. Kleine Titanschärpe 6 und ich habe 4. Was? Das ist ja eine Frechheit. Das ist ja eine Frechheit. Was erlauben die sich? Achso, Moment. Ich kann ja bei André noch mein erstes Schmerzwort. Estos Flakon verstärken. Pretty, be careful. Jetzt kann ich mich 6 mal heilen. Ey. Ich bin trotzdem gespannt, wie das hier wird, weil jetzt setze ich mich an mein Leuchtfeuer und kann mich 6 mal heilen. So. Ich kenne es so, normalerweise kann sich 5 mal heilen, entfacht das Leuchtfeuer, kann sich 10 mal heilen, mit gewissen Gegenständen auch noch mehr. Das scheint ja jetzt ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen.
Jetzt gibt es hier diese untoten Knochensplitter, wo ich glaube, dass ich da einen gefunden habe. Was machen die dann? Kein untoten Knochensplitter im Inventar. Okay. Aber ich habe doch sowas, so einen Knochen von der Jetta oder sowas gefunden. Hier. Alter menschlicher Knochen mit mehreren Löchern. Oder ist das sowas wie im Bloodborne mit dieser Nabelschnur? Dass man da so drei Stück finden muss im gesamten Spiel, damit man das gute Ende bekommt? Ich kann die auch nicht benutzen. Ich kann es nur ablegen. Okay. Man heilt dann mehr, wenn man diese Knochensplitter hat. Also es ist quasi wie Estus Flakon plus 1 und so. Okay, aber hier steht ja Leuchtfeuer Stufe 1. Da muss es da doch noch irgendwas geben. Das werde ich herausfinden. Cool. Oh, ja, sehr gut. Ja, genau, dass man dann das Mehrleben mit einer Heilung eben regeneriert werden. Ja, jetzt sind wir hier. Oh. Die Gegend ist ja jetzt schon nicht mein Freund. So, wo bist du? Da hinten war noch der andere Typ. Und was ist hier unten eigentlich für eine Party, Alter? Ist aber nicht hier 1,5 Meter Abstand. Das ist schon wieder so eine olle Zippe. Mit ihrem Zauberdings. Ach, das Leuchtfeuer ist ja wirklich secret. Okay, was erwartet mich jetzt hier? So, da oben stehen die Typen mit den Feuerbomben. Alter, da geht's auch noch irgendwo lang. Da geht's irgendwo lang. Klaro. Das war bis jetzt alles nur Vorgeplänkel, habe ich das Gefühl. Komm, kannst du doch anvisieren. Obwohl, ich mache eine Feuerbombe rein. Mit eigenen Waffen geschlagen. Schau mich mal. Ich wollte mich heilen. Das kommt davon, wenn man das da nicht ausgewählt hat. So. Oh, wer bist du denn? Hallo? Handaxt. Ich glaube, die skaliert jetzt nicht krass, oder? Eine Handaxt. Gott, ich kann hier gar nichts verwenden, Freunde. Hallo? Guten Tag. Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. In meiner Bleibe, okay. I am Cornix, an old pyromancer. Cornix, ah. A crow in his cage, as you see now. But here we are. An encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Das verweigere ich jetzt tatsächlich erstmal, weil wir spielen ja keinen Pyromanten, sondern wir spielen ja einen Magier. Oh, most foolish. I will not. We are, after all, both undead. Undead. Okay. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlimm. Eigentlich ist der einem ja nicht feindlich gesinnt. Ich weiß halt nicht, ob ich quasi wahllos irgendwie alles annehmen kann. Oder ob ich dann, weil ich das und das angenommen habe, dass dann das und das wieder verschwindet oder sowas. Das weiß ich eben nicht und deswegen bin ich da jetzt erstmal vorsichtig und mache einfach das, wirklich nur das, was ich so brauche. Mann. Ja, danke. Partisane. Okay. Wieder irgendwas, was ich nicht verwenden kann. Oh, das ist ein Item. Nee, hier ist es. So harpunenmäßig.
Okay, hier unten ist... Ach man, ich weiß nicht, wo ich lang soll. Okay, ich gehe oben jetzt erstmal. Ah nee, da war ja der Dude. Stimmt, eigentlich bin ich hier fertig. Warum? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich Pyromantie zwingend brauche. Oder? Weiß er nicht. Ich sehe schon, ich mache jetzt schon alles falsch. Ich werde eigentlich nur so einen geilen Zauberer-Typ haben, der mir irgendwas beibringt. So, kann ich jetzt auch irgendwas machen? Bei dem einen konnte man einen Käfig, habt ihr gesagt. Kann ich da jetzt raufklettern oder sowas? Nee. Okay. Hier, du rennst los, so Arsch. Rolltiming stimmt heute. Die kommen alle in deine Base, wenn man sie jedenfalls nicht verfaulen lässt. Kommen alle in meine Base, okay. Also so ein bisschen mehr nach dem Thema nice to have, oder was? Oh nein, komme ich da jetzt wieder hoch? Dann quatsche ich den jetzt auch mal an, halt. Das geht doch alles, Freundin, das geht doch alles. Die sind doch eigentlich alle besiegt, oder? Seele eines unbekannten Reisenden. Oh Gott, das ist aber auch durchaus mieses Folterwerkzeug hier. Na, hier geht's auch noch lang. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Dann gehe ich jetzt mal am besten wieder hier runter, ne? Und da unten rechts. Oh, da ist ein Lizard. Hier Funkeltitanit und so. So, ich gehe jetzt nicht ans Bonfire. Ich habe mich auch noch gar nicht geheilt. Stark. Okay. Kann man das jetzt nicht doch noch machen? Ich glaube. Mach's mich fertig. Ja, das ist, glaube ich, echt krass, wenn man ein Spiel schon mal gespielt hat. Und man halt weiß, wie man es vielleicht machen sollte. Ja. Noch einmal, ich bin Cornix vom großen Sumpf. Ah, und deswegen ist der Hexendude auch verschwunden da vorhin. Dann kann ich daher noch auf jeden Fall nochmal gucken, ob die einem irgendwas bringen. Okay. Ja, das ist halt immer so ein bisschen, jedes Spiel ist halt ein bisschen anders. Wie gesagt, aus anderen Souls-Teilen kenne ich es halt so, dass man halt nicht sozusagen diese Homebase hat, wo dann alles sich versammelt, sondern dass man einfach mit den Leuten interagiert. Was manchmal gar nicht so einfach macht, weil du denkst ja so, oh, wo war der Pyromant jetzt nochmal? Hm, scheiße, weiß ich jetzt gar nicht. Das war manchmal gar nicht so einfach. Und in Dark Souls 1 hat man ja diesen einen mega geilen Zauberer da noch entdeckt, der einem krasse Spells verkauft hat. Aber den konnte man dann auch nur, also den muss man erst befreien aus der einen Festung und das war auch überhaupt gar nicht so einfach. Also wenn man das nicht wusste, wie das ging, war das gar nicht so easy. Achso, hier geht's ja gar nicht weiter. Euer Clownring. Ich habe noch Platz für einen Ring. Macht das Gewicht? Das macht Gewicht. Die Schurken. Und ich freue mich, dass man vier Ringe tragen kann. Erhöht Feuerangriffe auf Kosten der Schadensminderung. Okay, das ist alles so ein bisschen auf Pyromantie hier aus. Dann kann ich mir mal vorstellen, dass der Boss hier auch feueranfällig ist. Dann spare ich mir noch ein paar Feuerbomben, oder? Alles so untot und so, sagt man ja immer. Feueranfällig. Alright, alright. Sayuri, jetzt ist doch alles cool, oder? Jetzt habe ich den Pyromanten da auch geholt. Jetzt alles schicki. So. Lass ich mich da jetzt runterfallen? Oder wie kommt man da denn sonst überhaupt hin? Wir haben ja noch diese andere Stelle, wo ich vorhin dann nicht weitergegangen bin. Achso, ich könnte mich von hier auch auf die Brücke droppen lassen, ne? Ich mache das auch erstmal.
Was, wer hat geschossen? Achso, der Typ. Okay. Kriege ich sie von hier oben schon weggenatzt? Die gute Frau. Du siehst sie doch. Ja. Scheiße. Mach halt. Scheiße. Krieg bestimmt voll viel Fallschaden. Jo. Sie hat eine Grab Attack. Interessant. Na gut, zum Glück habe ich das Gebiet geklärt. Also wenn ich meine, ich mache ja Progress, ne? Gefühlt dauert das gerade bloß echt ewig. So, ja, ich muss schon hier lang, ne? Ach nee, ich bin zu verwirrt von allem. Jetzt bin ich ja hier, jetzt kann ich ja auch noch irgendwo lang. Oder ist das das... Ich bin so verwirrt. Da ist sie ja auch. Alter, ist sie einfach ausgewichen. Die Schabracke. Aha, hat nicht gereicht. Ja, Range. Tschüss. Oder auch nicht. Oh, Alter, das sind ja richtig die miesen Schweine. Come to me. Alter, das ist manchmal ganz cool, dass sie dann halt nur so zupiekt, weil ich dann doch relativ flott bin, was Angriff angeht. Rector. So, wer seid ihr? Ah, mich wurmt das, dass ich da völlig weitergegangen bin. Da muss ich noch lang. Kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Close, close, close. Es wird wieder gecastet. Aua! So, lass mich raten. Da oben geht's zum Boss. Ich mache jetzt aber erstmal hier alles. Ah, meine Seelen, sehr gut. Gut. Sehr gut. Alter. I didn't expect that. Scheiße. Kann man denn da noch rein? Es ist mir ein bisschen zu viel. Wo ist man denn hier überall? Mich komplett verarschen? Es gibt noch Katakomben? Mit den Ratten ist ja wie in DS1, ey. Die einen bestimmt auch vergiften, ne? Wow. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das hätte besser laufen können. Ja, Mann. Die Alerts, die neuen. Ach, diese Handschuhe. Ich habe das vorhin in meinem Stream auch nochmal gezeigt gehabt. Oh, da ist eine Riesenratte.
Fuck, ich habe keine Range mit meinem Schwert. Aua, hau doch zu. Mensch. Blutbissring. Was macht... Alter, der sagt mir irgendwas. Was machst du denn nochmal, Freund Blase? Blutungsresistenz, okay. Gewicht 0,6 und wir sind überladen. Geilo. Boah, mit dem Nebel ist ja mies. Das ist ja mies. Okay, wo komme ich jetzt hier raus? Nee. Hä? Ha? Nee, hm? Man denkt, man wüsste, wo man ist. Dann wundert man sich, dass man sich kennt und dann ist man so, nee, ich habe keinen Plan. Vorsicht vor Geheimfahrt. So was triggert mich. Wo ist hier was? Please. Oder meint er dann die Türe da vorne? Ich kann euch das aber nachher mal zeigen. Oh, Bonfire. Geil. Nice. Ja, ich raste jetzt hier auch mal dran. Ja, cool. Okay, das kommt mir doch, das kommt mir daher bekannt vor. Bin gerade mal AFK. Bis dahin. Jo, Prosti. Bis dann. Weil ich doch ein, zwei Dinge mal von dem Spiel dann doch mal gesehen habe. Und es war unter anderem ein No-Death Run von Donny O. Und da war der hier auch. Also ich komme aber wirklich nur dieses Stück hier mit diesem Baum und diesem Torbogen. Dem hier. Und diesem Typen. Ach du Scheiße. Mein Schaden lässt aber auch zu wünschen übrig, ne? Sag mal, lass dich mal treffen. Jetzt kommt er wieder hoch. Kann ich ihn jetzt, ja, schön, Punch Attack. Haut er seine Dings da ausgefahren? Toll, und dann funktioniert die Belohnung nicht. Wie hast du jetzt. Hä, aber Gysi, du hast doch gefollowt, oder nicht? Manchmal raff ich das irgendwie mit den Alerts nicht. Warum das manchmal da ist, manchmal nicht? Oder was meintest du jetzt? Aber du bist wahrscheinlich jetzt eh AFK. Das Spiel, es macht mich fertig. Tausend Wege. Und nur einer führt zu dir. Zur hässlichen Hexenschabracke. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Das ist der andere Weg, wo ich meinte, hey, ich wäre gerne noch geradeaus gegangen. Jetzt komme ich hier von hinten. Ah. Schlau. Die Gegner drehen sich auch immer um, wenn ich bei denen stehe. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie laut oder so als Charakter. Als Zauberer kann man nicht schleichen oder sowas. Nee. Okay. Ach du Scheiße. Ah, okay, sie ist runtergefallen. Zeit zu looten. Tarnscheibe, sehr gut. Wo bist du denn? Bist hier. Ja. Damage. Ich muss sagen, das macht echt Spaß.
Also dann hier und da mal, ich kann ja auch relativ gut mittlerweile im Nahkampf und kämpfen, weil man das ja auch einfach gewohnt ist durch Dark Souls. Dann hast du gute Rollen, gutes Timing und dann gehst du wieder weg, dann zauberst du wieder und die Kombi, dass man das so machen kann, das finde ich richtig geil, macht richtig Bock. Kann ich euch mal empfehlen. Sayuri, du meintest ja auch, ne, oh, Zauberer, ich mich nicht getraut und so. Mach es, ist auf jeden Fall cool. Voll geil, wie die immer so einen Schritt zurück machen, wenn man so gegen die Gegend rollt. Dann kann man das richtig so ein bisschen aufhalten. War hier nicht ein Typ drin? Oh, ah, oh, ah. Der war doch da letztens noch nicht. Zwar kacke ich an so Pissmobs. Mal heilen, du Bastard. Der ist ja jetzt über mir. Alter, ich muss mich gerade dreimal heilen oder so. Jo, bin mal auf Futtersuche. Wo ist der hin? Der andere ist da. So. Hä, wo ist der Typ hin? Ah, das ist auch ein Item. Wie kommt man denn da hin? Der war doch auch über mir. Das muss doch irgendwie gehen. Ah, man kann so hochglitschen. Ob das der Sinn der Sache ist? Habt ihr das gesehen? Ja, das ist der jetzt da unten drin liegt. Nee. Ich höre ihn doch auch. Oh nein. Jetzt komme ich nie wieder raus. Nein. Um Gottes Willen, ich dachte gerade, ich bin gefangen. Ah, der hat was gedroppt. Arbeiterhut, okay. So, was ist hier noch? Wieder 1000 Schleichwege. Oh, nice, jetzt haben wir die Scherben voll. Dass ich meinen Rapier nochmal upgraden kann. Ja, nice, ja, nice. Vielleicht von hier darüber springen oder sowas? Oder einfach von oben darauf? Ich finde das ein bisschen doof gemacht. Doof gemacht. Dass man, Ah, der ist da drin! Seht! Seht her, Freunde! Wie ist der reingekommen? Der chillt hier im Dach. Da, der ist der. Ich kann ihn auch nicht anvisieren. Das ist ja komisch. Ich bin ja da, als ich das erste Mal da reingelaufen bin, ja außerhalb da aufs Dach geglitscht. So, kann ich jetzt hier... Ich kann da gar nicht lang. Ach so. Hey, wie kommt man denn aber dann da hinten? Zu dem Item? Weil wenn ich jetzt hier rechts lang gehe... So, ich... Wahrscheinlich mega unspannend für euch, aber... Lass man sich jetzt springen. Ah ja, okay, gut, okay. Rostige Münze. Habe ich schon zwei von. Zermalen für vorübergehende, verbesserndes Finderglück. Ah, das ist natürlich nicht schlecht. Ach, jetzt ist er da, oder was? Ich kann ihn auch nicht anvisieren. Das ist ja mega weird. Okay. Hat sich das auch erledigt? Ist das etwa ein Leuchtfeuer?
Ach ja, hier. Ach so, das ist ja hier. Ah. Oh Gott, ja, das Spiel. Gut, dann setze ich mich mal. Setze ich mich ans Leuchtfeuer? Egal, ich setze mich ans Leuchtfeuer. Dann mache ich mal eine kurze Pinkelpause, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Da dachte ich, ich hätte mein Mikro gemutet, aber habe ich ja gar nicht. Naja, habt ihr ein bisschen rumklimpern hören. So, was auch klimpert, ist das schöne Kaltgetränk in meiner Dose. Prost. Wir könnten nochmal so ein... Mann, ich habe so viele Ideen für Emotes und so. Vielleicht muss ich dann auch eine Alternative überlegen. Man braucht ja diese Kanal-Sub-Punkte. Also es müssten halt so und so viele Leute bei uns subben, dass man das irgendwie machen könnte. Das will ich ja auch nicht um sowas betteln oder sowas. Das ist halt immer noch fucking Geld. Aber da kann man halt viel mitmachen. Ja, sowas. Ey, Kairi. Ich dachte, du musst lernen. Was ist da los? Ja, dass man irgendwie so geile Prost-Emotes hat. Hat sich ja bei mir und insbesondere bei Kairi Chang im Stream ja dann doch so etabliert, dass man immer so fragt, hey, was haben die anderen so zu trinken gerade am Start, und dass man sich selber irgendwie immer was Cooles macht auch zu trinken. Und ja, das ist dann immer so ein bisschen so ein Ding, was im Stream immer so mitläuft, was cool ist und was so Interaktion bietet mit euch. Und deswegen finde ich das irgendwie ganz cool, wenn man da mehr Möglichkeiten hatte. Wie gesagt, vielleicht gibt es da auch noch Alternativen. So. Du kleiner Pisser. Du machst ja gar nicht mal so wenig Schaden. Ja, käse dich mal aus da hinten. Ich kau dir dabei mal die Hucke voll. Ey, der droppt eine Scherbe. Geilo. Da, wo ich gesagt habe, es geht zum Boss, ne? Da müssten wir auch noch lang. Ich weiß, dass die Stelle hier auch fies ist, weil, wie gesagt, ich kenne einige ganz wenige Stellen im Spiel. Ich weiß, hier schießt jetzt irgendwo jemand. Ja. Richtig.
übrigens wieder mein... Sieht man das? Nee, sieht man nicht, ne? Mein schönes Manta-Shirt an. Wer schießt denn von wo bitte eigentlich? Alter, die ganzen Seelen und der ganze Loot. Glut. Junger weißer Zweig. Verstärkte Keule. Ah! Mach nochmal. Schieß nochmal. Okay. Ah, das hat ein paar Leute auseinandergenommen. Das ist gut. Alter. Ah. Bleib da weg. Tiba, bleib da weg. Nahkampf ist nicht deine Stärke in dem Spiel hier. Und wenn ich das in der Theorie kann, aber ich bin einfach, was Waffen angeht, sowas von... Sowas von schlecht dran. Bin einfach schwächer. Hab ich doch gerade auch nochmal aufgehoben, oder? Alter, ich dachte, das reicht, wenn man sich ein bisschen bewegt. Da kommt ja noch einer. Schwindende Seele. Okay, wenn ich das einmal hier alles aufgesammelt habe, ist ja auch alles cool. Oh Mann, ey. Wie viel... Okay, das mit den Zweigen, was ist das? Okay, der andere tut es down. Ach, komm. Und toten Knochen, bitte. I have found it. Yeah. Nice. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ihm hat es auch gut was abgezogen. Das war mein Ziel. Hahaha. Ha, ha. Okay. Okay, ist ja nicht so schlimm. Ich muss hier jetzt eh nochmal durch. Oh. Oh, was war das alles? Ich konnte mir den Loot gar nicht angucken. Alter, da war ja so viel gerade. Einmal halt alles erkunden, ne? Ihr kennt's ja. Asche des Bestatters. Alter, es liegt ja alles rum. Okay. Der 30. Tod. Ah! Wow, Leute. Wir haben so viel fucking Stuff gerade eingesammelt. Holy shit. Alter. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob da jetzt noch mehr liegt. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei Schreindienern. Okay. Achso, Schreindiener sind wahrscheinlich dann so wie der Pyromant und sowas, denke ich mal, ne? Genau, da war ein neues Schild. Ich habe irgendwie eine komplette Rüstung aufgesammelt. Das ist das Schild, was ich jetzt gerade nutze. Das hat eine 76. Das hat eine 77 plus 1. Kann ich auch nutzen. Und hat Gewicht 2,5. Das hat 2,0. Okay. Meine Belastung ändert sich dadurch aber jetzt gar nicht. Moment, ich muss das so machen. Dann kann man besser vergleichen. Okay, dann wäre ich jetzt wieder in der Fat Roll. Der ist aber auch von Feuerwerten und so besser zum Beispiel. Und von Haltung auch. Auch ist auch nur ein Müh, aber... So, Juri, was hast du verpasst? Ja, ich bin gestorben, aber ich bin jetzt gerade da weitergelaufen, wo ich jetzt hier bin. Ja, nur einmal. Ich bin gut, ne? Kannst mal sehen. Bin jetzt da hier gerade weitergelaufen, was du siehst. Und da kommt doch dieser, was auch immer das ist, was irgendwie Harpunen, Kanonen auf mich schießt.
Und da war so viel, was die Leute da gedroppt haben. Da musste ich jetzt erstmal alles abgrasen und habe da auch noch so eine Rüstung gefunden. Und dreimal das hier. Verwandeln, um in Umgebung einzufügen. Junger weißer Zweig. Was soll das denn sein? Verwandeln, um in Umgebung einzufügen. Oh, der Typ kommt näher, glaube ich. Verwandeln, um in Umgebung einzufügen. Man muss wahrscheinlich das Item verwandeln oder ich muss mich verwandeln. Kannst du es ja mal nutzen, das habe ich auch gerade gedacht, aber ich will es nicht verschwenden. Was? What? Was ist das denn? Hallo. Ich bin ein Topf. Ich bin unsichtbar. Keiner kann mich sehen. Oder... Ah, okay, Invader Troll. I get it. Okay. Das ist ein PvP-Ding. Ach so. Jetzt bräuchte ich mal diese von SpongeBob, so wie Thaddeus, so läuft so dieses... Sieht das scheiße aus einfach? Was ist das? Stell dir mal vor, du bist so als Entwickler da und so, ey komm, wir denken uns doch irgendwas Geiles aus. Und dann so, ja, einfach ein Topf, der durch die Gegend läuft. Sieht er mich jetzt nicht? Ich stand hier schon immer. Ich bin eine alte Vase. Ja, sieht mich einfach nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. La 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 la. Überraschung. Aber. Oh, oh Gott. Wildes Hin- und Hergerolle. Oh Gott. Achso, und? Ich heile mich jetzt erstmal. Moment. Und ich habe ja, wie gesagt, eine ganz neue Rüstung ja auch gefunden. Hier, Klerikerhut. Ah, das ist ja, das ist doch schon eher mal meins hier, Leute. Klerikerkram. Blaue Klerikerrobe. 6-0 Gewicht. Sag mal, du hast doch nicht mal alle. Das ist natürlich auch echt besser. Och, dass ich so gar nichts tragen kann. Das ist echt scheiße. Angriff des Mördertopfs. Geil, ey. Zu was kommt, wenn im Entwicklerteam ein Kiffer sitzt? Das kann wirklich die Kreativität fördern. Ich kann ja eine Nachricht schreiben. Kann man Nachrichten als Topf schreiben? Die sind dann getöpfert auf dem Boden. Ah, es gibt hier schon so. Ah, nee, das waren gelesene Nachrichten. Ich dachte, es gibt auch so vorgefertigte. Der Weg führt hier ins Nirgendwo. Okay, dann schaue ich mal jetzt weiter. Scheiße, ey. Ich will nichts vergessen haben. Krieg ich bloß 60 Seelen von denen, Alter. Achso, und Sayuri, ich habe endlich den Knochensplitter gefunden. Der war hier rechts auf der Plattform da drauf. Ah, ja, 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 ja. Ich dachte, ich kann so ein bisschen hin und her rollen, um die dann eben von diesem, von dem 4000 Seelen sind weg. Scheiße. War schon wieder ein Leben, was jetzt futsch ist. Ach, fuck. Ah, da habe ich jetzt irgendwie nicht dran gedacht. Das habe ich nicht mitgeschnitten. Ich glaube, ich muss zwischendurch jetzt aber wirklich nochmal in Firelink Shrine, weil wir haben jetzt ja so viele neue Charaktere da rumlatschen, bei denen man irgendwie Stuff kaufen könnte und so. Mann, stirb doch, wenn ich das mache.
Well, well. Was hat das da vorne eingeschlagen? Ist ja interessant. Abfall, hä? Ah, da kann man lang. Ah, hier kann man lang. Habe ich irgendwas noch übersehen? Ja, habe ich. Au! Ah, er ist runtergefallen. Aua, es tut so weh. Den Rest erzähle ich euch jetzt nicht. Hahaha. Dude. Ich darf nicht vergessen, nachher noch durch diese Tür da zu gehen. Trink einen Schluck. Prost. Leute, die Seelen, die hole ich mir wieder. Übrigens, Herr Juri, vielen, vielen Dank, dass du heute auch nochmal im Stream da bist. Finde ich total cool. Du warst auch gleich super aktiv im Discord. Mann, habe ich echt mega gefreut. Ah, ich glaube, das ist die Tür. Is this possible?